Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Blitzerfreitag im Mühlenkreis. Die Polizei Minden-Lübbecke beteiligte sich gestern an der landesweiten Aktion zu Radarkontrollen und blitzte verstärkt an Schulen und Kindergärten. Auch an der Michael-Ende-Schule wurde Rasern aufgelauert. Wir sind hier den ganzen Tag über mit rund 50 Beamten im Einsatz. Wir werden an über 60 Messstellen heute die Geschwindigkeit kontrollieren und hoffen natürlich, dass wir dadurch insgesamt mehr Sicherheit auf unseren Straßen bekommen. Dabei konnte die Polizei zumindest für einen Tag einen Erfolg verbuchen. Nur wenige Mindener ließen sich beim zu schnell fahren erwischen. Außer einiger allgemeiner Verkehrskontrollen, wie in diesem Fall, hatten die Polizisten kaum etwas zu tun. Wir haben bisher relativ wenige Verkehrsverstöße. Das ist erfreulich, denn unser Ziel ist es nicht, reichlich Knöllchen zu machen, sondern wir wollen mehr Sicherheit haben. Und das bedeutet, es soll langsamer gefahren werden. Und das haben wir heute festgestellt. Es ist langsamer gefahren worden und deshalb sind wir bisher erstmal zufrieden mit den ersten Ergebnissen. Auch bei den Autofahrern kam die Aktion gut an. Die meisten sprachen sich für verstärkte Radarkontrollen auch in Zukunft aus. Finde ich gut, weil viel zu schnell gefahren wird, es müsste öfters geblitzt werden. Dass der Blitzerfreitag bereits Tage vorher bekannt war, war den Beamten egal. Ein wesentlicher Bestandteil unserer neuen Verkehrsstrategie ist es, dass wir offen mit unseren Messstellen umgehen. Wir sind nicht unterwegs, um in Heckenschützenmanier zu kontrollieren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch das veröffentlichen. Wenn die Leute sich aufgrund der Bekanntgabe dann nach den Verkehrsvorschriften halten, dann soll es uns nur recht sein, denn uns kommt es darauf an, dass langsamer gefahren wird.